Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heutiges Thema oder was ich euch heute gerne zeigen möchte, ist, wie stelle ich das V-Stabi Neo ein, damit ich den Gaskanal bzw. die Gaskurve oder die Gasgerade ist es ja eigentlich, an meinem eigenen Sender einstellen kann. Das V-Stabi Neo ist ja ohne Frage ein sehr gutes Stabilisierungssystem, aber was hat mich hier dran gestört? An den ganzen Einstellungskram, den man da machen muss. Ich habe mit meiner Spektrum, ich habe eine DX9, stundenlang erfolglos rumgedoktert, eine Gasgerade hinzubekommen und dem Neo zu sagen, ich habe jetzt hier 0 Gas und jetzt habe ich hier 100% Gas. Das hat alles nicht so richtig funktioniert. Und dadurch konnte ich natürlich auch meinen Regler nicht einlernen auf 0 und auf 100% Gas. So, die Aussagen, die ich mir dann überall anhören musste, ja, kauf dir den V-Bar-Sender, das hat mich natürlich überhaupt nicht befriedigt und das ist nicht akzeptabel für mich gewesen. Ich fand es auch ein bisschen arrogant, solche Sachen einfach in den Raum zu schmeißen. Also, ich habe hier eine Spektrum, andere Leute haben eine Graupner, eine Futaba, einen Yeti-Sender und das sind alles super gute Sender. Und damit sollte das auch gehen. Und ich nehme es jetzt vorweg, na klar, es funktioniert auch. So wie ich es gewohnt bin, dass ich die Gasgerade hier an meinem Sender einstellen kann. Wie gehe ich dafür vor? Also, jetzt geht's endlich los. Am Empfänger. Hier, wie gesagt, ich habe eine Spektrum. Es heißt im bei der V-Stabi, auf der V-Stabi-Seite, das ist hier das Neo, das Handbuch und die Sendeeinstellung. Ups. Und für Fremdsender steht hier, wenn Sie die Kopfdrehzahl wie bisher über den Sender einstellen wollen, ja, das will ich, so leiten Sie den entsprechenden Kanal auf AUX 3. Zack. Und das ist der Kanal 1 bei mir und den habe ich hier auf AUX 3 eingetragen. Und das funktioniert auch hier, wie ihr seht. Soweit so gut. Dann dachte ich mir, wenn ich das mache, auf AUX 3 habe ich jetzt getan, dann funktioniert das auch. Aber Shindidi, dem ist nicht so. Wenn man das hier weiter durchklickt, klick, 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 dann kommt man hier irgendwann an den Regler an. Und hier steht immer noch, der Regler wird an ESC angeschlossen. Und hier ist der Fehler. Ich zeige euch das mal hier an diesem Video. Man muss, obwohl es hier nicht steht, aus dem ESC-Kanal den Regler in den AUX 3 auch reinstecken. Es reicht nicht, hier nur am Empfänger die 1 reinzusetzen, sondern man muss diese Information ignorieren und den Stecker auf AUX 3 stecken. Dann funktioniert das auch hervorragend. Plötzlich ging das. Das Einzige, was für mich auch ein bisschen verwirrend war, dass ich meinen Gaskanal umkehren musste. Ich habe jetzt hier auf 0, könnt ihr jetzt nicht sehen, und wenn ich ihn hochschiebe, mein Pitch, beziehungsweise mein Gaskanal schiebe ich jetzt hoch, zack, dann habe ich hier eine umgedrehte Gasvorwahl. Das kann sein, dass es bei euch dann auch so ist. Bei mir ist es so, ich habe es so akzeptiert, alles andere funktioniert, ist natürlich getestet, dass da nicht irgendwas woanders reingreift. Ich habe wie hier, ich kenne das noch von meiner Futaba, da musste ich dann den Gaskanal auch immer umkehren. Jetzt muss ich es bei meiner Spektrum auch mal machen. Warum denn nicht, wenn es denn funktioniert? Das ist der große Trick. Der große Trick ist einfach nur, dass man hier das ignoriert und das ESC-Kabel hier rausnimmt und in den AUX 3-Kanal reinsteckt. Dann ist alles wunderbar. Und ich kann trotz allem die Bänke schalten. Bank 2, hier haben wir es. Und Bank 3. Der externe Regler hier, der ist außer Funktion. Egal wie ich mein Motor, Leerlauf oder Stopp schalte, der Motor läuft immer an, weil es geht ja über den AUX-Kanal 3. Ja? Meine Autorotation, die funktioniert trotzdem. Also mein Gas aus, das haut trotzdem hin. Das ist alles kein Problem.
So funktioniert das. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Falls nicht, dann schreibt mir einfach, wenn irgendwas unverständlich ist. Aber ich denke, das ist dieses kleine Geheimnis, dass VStabi einfach nicht darauf hingewiesen hat, dass man den ESC-Stecker in den AUX3-Kanal stecken muss. Okay, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Timer start. Start. Normal.